Ein Tee, bitte. Zwei. Ninja! Nachher alles nass. Der Bundeswehr. Tief. Sehr tief. Eisgekühlte Eier. Ich habe keine Beine mehr. Easy. Wir haben gammelige 8 Grad, es ist pisswarm
fand ich super schön. Ich bin jetzt mal mit dem Auto ins Tal gefahren und dann von da aus einfach mal ein bisschen losgelatscht. Mega geiles Wetter zum Rumlaufen. Und wir haben heute den, lass mich lügen, 20. März. Das heißt, wir haben jetzt noch 10 Tage und dann sind wir weg. Das Wetter ist unbeständig momentan. Wir haben ab und zu mal Regen, nochmal Sonne, so wie jetzt. Es ist sehr warm, der Schnee ist bescheiden, auch auf 2000 Meter Höhe. Und deswegen ist auch kaum Arbeit. Hoffen wir mal, dass dieser Monat kein Minusmonat wird. Weil unsere Unterkunft und Essen und Trinken kostet ja auch alles Geld. Theoretisch musst du einen Tag arbeiten, um eine Woche Aufenthalt hier schon mal auszugleichen. Also einen 7-Stunden-Tag. Momentan haben wir so diese 2-3-Stunden-Tage. Wenn wir Glück haben, mal 5,5. Ist ja nicht so geil, aber gut. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich genieße hier noch schön das Wetter. Bin eben gerade mit der Drohne mal eine halbe Stunde hier rumgegeistert. Auch wieder sehr nice. Sonne, die brettert. Ich hatte vor ein paar Tagen übelst einen Sonnenbrand auf der Birne. War nicht so geil. Es hat sich, als ich im Bett lag, so angefühlt, als würde der Kopf so puckern. Nicht so geschmeckt, aber ich glaube, Sonnenstich war es noch nicht, weil ich fühlte mich sonst ganz gut. Keine Kopfschmerzen, kein nichts. Ganz entspannt. So, es sind nur noch 1-2-3 Tage bis zur Abreise. Und jetzt fängt es mal über an zu schneien. War hier schon alles grün. Ja, jetzt haben wir nochmal den Salat. Zwischen Schneeschippen, Tusche hin, Tusche weg, etc. pp. Ach, naja, auch nicht so wild. Ich habe sehr wenig Arbeit jetzt im Monat. Nicht so viele Stunden gemacht. So um die 80, glaube ich, maximal 90. Das ist echt ein bisschen bescheiden. Aber gut, Wetter war halt echt nicht so das Geilste. Und ja, es ist Ende März. Wir haben jetzt den 27. Und es geht bald nach Hause für eine Woche, bevor es dann wieder losgeht. Und das Abenteuer, was kommt, das wird wahrscheinlich die größte Herausforderung meines Lebens. Boah, da freue ich mich drauf. Ach komm Leute, den Schnee brauchen wir jetzt nicht mehr. Es war die ganze Zeit schon plus 6, 7, 8 Grad. Und jetzt auf einmal wieder sowas. Wir machen das Beste draus, würde ich sagen. So, kurz Müll weggebracht. Abfahren. Jetzt geht's heimwärts.